Herzlich willkommen in der öffentlich-rechtlichen Kindertagesstätte Rattennest. Hier sitzt Deutschland. Abgehängte, Karrieretypen, bildungsferne Vollpfosten, ganz viele liebe, nette, tolle, normale Menschen. Wenn Sie auch schon mal auf so einem Infoabend waren, wissen Sie, die heutige Elterngeneration ist praktisch verloren. Das Einzige, was wir als Pädagogen da noch tun können, die Kinder retten. So, liebe Eltern, schön, dass ihr euch fürs Rattennest interessiert. Einmal die Zettel bitte rumgeben. Da gibt es sicherlich 1000 Fragen, oder? Werden die Kinder hier mit Radio und Fernsehen bestrahlt? Also mit euren linksgrün versifften Systemmedien wird unsere Markt da jedenfalls nicht infiltriert. Mein Vita Aaron, der verträgt Pastinaken nur gedünstet. Kann ich das irgendwo melden? Hola, ihr Lieben. Stehen. Hola. Ist okay, wenn wir parken hier? Kein Problem, setzt euch. Wir haben gerade erst angefangen. Setzt euch hin. Oh, Entschuldigung. Ich habe Rückenschmerzen. Könnt ihr bitte da sitzen? Danke. Okay? Hey, super, danke. Wir haben für alle gebacken, Inka-Schnitten. Hm? Bio-Quinoa aus der Region küsst vergehandeltes Amaranth. Inka, wieso keine Berliner? Ganz kurz, also die oberste Maxime hier Gibt's bei uns im Rattennest. Gibt's ein Protokoll? Weil ich würde eins schreiben. Wir wollten früher kommen, aber die Pilates-Trainer von unserer kleinen Darius fangen kein Ende. Das Grundprinzip hier bei uns im Rattennest ist... Mach die Präsentation fertig. Das Büro in Mumbai killt mich. Wir schieben die Kalko auf KW 44, ja? Das ist Meeting in Vancouver. Fuck! Inka-Schnitten? Die wichtigste Regel bei uns im Rattennest, eure Kinder haben die Freiheit zu machen, was sie wollen, wenn sie vorher gelernt haben, was sie nicht dürfen. Darum lesen wir unseren Kindern jeden Tag hieraus vor. Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter. An den Händen, Beinen ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, rufte ein jeder. Gerstner Struwwelpeter. Struwwelpeter oder was? Echt jetzt? Das ist voll autoritär und brutal. Es geht nicht um Autoritäten, sondern um die Frage, woher nehmen Autoritäten ihre Autorität? Gute Eltern sind moralische, ethische und menschliche Vorbilder für ihre Kinder. Stichwort Struwwelpeter. Können wir noch mal über die Pastinaken sprechen? Nehmen wir zum Beispiel den Daumenlutscher. Worum geht's im Daumenlutscher? Die Mutter sagt, lutsch nicht am Daumen, dann lutscht Konrad am Daumen und dann? Werden ihm von den Schneidern die Daumen abgesehen. Aha, aber warum? Na, weil er nicht gehorcht hat. Autoritäten muss man folgen. Damit haben wir in Deutschland ja noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Kann es eventuell sein, dass der Daumenlutscher am Daumen lutscht wegen seiner Mutter? Also die will doch nur das Beste. Aber das Beste für wen? Für sich, für ihren Sohn, für den Arbeitsmarkt, für den DAX, für die schwarze Null? Warum lutscht der Daumenlutscher am Daumen? Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Aber denk an deinen Tagesplan. Du musst noch Wikipedia-Artikel korrigieren, Chinesisch-Vokabeltest, die Erlenmeyer-Kolben sauber machen. Nimm dein Ritalin. Was sollen die Nachbarn denken? Ritalin nicht vergessen. Heute ist Judo-Nachhilfe. Ritalin. Schön Fagott üben. Und vergiss nicht, die Liste umzudrehen. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Zu spät, mein kleiner Freund. Von Daumenlutschen und Zeitverplempern steht da aber nichts. Mutti schickt mich. Jetzt ist Schluss mit Daumenlutschen. Weh, so geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab. Deutschland diskutiert das dramatischste Daumendrama dieser Dekade. Ein skrupelloser Unbekannter schnitt dem neunjährigen Konrad hier im Gebäude hinter mir die Daumen ab. Mit der großen, scharfen Schere, da schrie der Konrad sehr. Die Mutter macht den Jungen verrückt. Was muss ein Neunjähriger sonntags auch als Notar arbeiten? Bautz, da geht die Türe auf. Und herein in schnellem Lauf zu dem Daumenlutscherbub springt der Schutzmann in die Stube.
Sag mal, Leute, wie sieht das denn hier aus? Ganz ehrlich, ein bisschen Ordnung wäre schon schön. Das ist ein Scheiß, der hier überall rumliegt. Ist ja alles so. Sie sehen angespannt aus. Wie kommt's? Sie haben ja keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Konrad muss ein Erfolg werden. Leo, der Nachbarsjunge, ist 9 Tage jünger als Konrad. Und wissen Sie, was er nach der Schule macht? Er lernt Portugiesisch und Businessphysik in einem Fagott-Internat. Ach so, gut. Sie glauben nicht, dass ich das war, oder? Hm? Die Mutter sitzt zu Haus. Ich bin keine Bestie. Ich will für meinen Jungen nur das Beste. Jetzt sag doch auch mal was, Herrgott. Und Konrad, der sieht traurig aus. Ich bin Konrad. Ich liebe Schach, Astrophysik und Bodenturnen. Fast so sehr wie BWL, Jura und Pharmazie. Trauer, Ratlosigkeit und sehr große Trauer. Wer war die Daumenbestie? Die Spurensicherung tappt noch völlig im Dunkeln. Nö. Wie dieses entsetzliche Gemetzel, diese grausame Bluttat wirklich passiert ist. Liebe Zuschauer, es bleibt wohl ein Rätsel für die Ewigkeit. Nö, also... Und die Menschen fragen sich geschockt, wer kam mit einer großen Schere geschwind zum kleinen Konrad her? Es ist widerlich, entsetzlich, bestialisch. Bleiben Sie dran. Gedeihen Ihre Zöglinge nicht so, wie sie sollen? Enttäuscht von unkontrolliertem Wildwuchs Ihrer kleinen Pflänzchen? Natürliches Aufwachsen ja, aber bitte mit Disziplin und Ordnung. Gartenbau Schneider, die mit dem grünen Daumen. Für Sie, liebe Zuschauer, frage ich kritisch nach. Wie laufen die Ermittlungen? Wieso versagt die Polizei schon wieder? Und natürlich, wie hat die Mutter reagiert, als sie realisierte, das blutige Daumendrama ist bittere Realität? Entschuldigung. Ja, was ist denn? Nicht in diesem Ton, Freundchen. Und hören Sie auf zu schmatzen. Ich bin immer noch Ihre Vorgesetzte. Ach. Mal auf die Ergebnisse der Spurensicherung geguckt? Natürlich nicht. Ich hoffe, Sie haben wenigstens Ihre Schuhe angelassen. Übrigens, der Schneider war's. Beauftragt von Konrads Mutter. Sowas aber auch. Und jetzt sagen Sie ganz artig, ja, danke. Und machen Ihre Arbeit. Ja, danke. Ich nehme Sie fest wegen Anstiftung zur Daumenentfernung. 2 Daumen tot. Viel zu früh. Die Frage ist, was wird Konrad mit der nun neu gewonnenen Zeit sinnvoll anstellen? Egal, welche Preise er bald gewinnt. Hauptsache, er gewinnt welche. Und dann bin ich wieder die Nummer 1. Dann werde ich wieder strahlen. Und ich denke, der ganze Ort und auch Sie, liebe Zuschauer, drücken Konrad von Herzen. Beide Daumen. Ohne Daumen sitzt er dort. Die sind alle beide fort. Und was genau ist die Message? Kinder nicht unterstützen oder sind wieder die Medien dran schuld? Kapiert sie nicht. Ja, das kapiere ich nicht. Svenja, du Helikopter-Kuh. Einfach mal aufhören mit dem Kinder-Pilates-Scheiß. Pilates fördert die Beweglichkeit und das Selbstwertgefühl. Sind wir hier durch? Wir haben noch ein Meeting in der Kita. Ach, das ist das hier. Ganz kurz bitte einmal die Handys weg. Ich wollte noch mal ganz kurz die Passinaten... Nee, ganz kurz, stopp mal bitte. Autoritäten können, wenn sie ethisch, menschlich und moralisch eine Vorbildfunktion erfüllen, tatsächlich Orientierung geben. Und so funktioniert Gesellschaft und so funktioniert letztlich auch Erziehung. Aber Autoritäten nie anzweifeln ist auch falsch. Ja, aber was wurde nicht alles ausprobiert? Antiautoritäre Erziehung, Montessori, Waldorf, Laissez-faire, schwarze Reformpädagogik. Und was ist dabei rausgekommen? Ihr. Also, 2 Geschichten weiter. Die Geschichte vom Hans Kuck in die Luft. Wer weiß, wie die geht? Hans guckt immer nach oben und nicht nach unten. Und dann fällt er ins Wasser, weil er nicht nach unten geguckt hat. Ja, yeah, und die gelbe Mappe, die wird ganz nass. Sehr gut, Sherlock. Haha, der Hans wird hier als Depp hingestellt, nur weil er sich nicht vorschreiben lässt, wo er hingucken soll, hä? Kennt ihr nicht den Druiden Burgos von Schwetzingen? Hier, mit dem bin ich über V-Kontakte befreundet. Der hat eine ganze Menge gute YouTube-Videos dazu gemacht. Und auch unser aktueller Reichskanzler Norbert Schittke, der sagt, man darf sich von der Meinungsdiktatur des illegalen deutschen Besatzungsregimes nicht vorschreiben lassen, wo man hingucken soll. Die wollen hier Kinder formen, die nur das sehen, was die Regierung befiehlt. Ich sag nur Chemtrails. Ne, googelt das mal, dann seht ihr schon. Ja, googeln Sie doch mal. Hat Hans auch gemacht. Wenn der Hans durchs Leben ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben schaut er aufwärts, allenthalben.
Weltjudentum, Geheimbünde, das ZDF. Sie vergiften uns mit ihren teuflischen Giftwolken. Wer geht dabei drauf? Wir Bürger. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Kuck in die Luft. Scheiß Hund! Bautz, Pardautz, da liegen zwei. Hund und Hänschen nebenbei. Ebos von Eboronia, Heiler, Schamane, diplomierter Druide, Hüter uralter Weisheiten des Keltentums. Aus dem Keltentum ist das aber nicht, ne? Nee, das habe ich von der Firmentombola. Ich war früher bei der AOK Permasens, hab dann aber umgeschult zum Druiden. Burnout? Bei der AOK. Wegen Volksverhetzung. Bloß, weil ich gesagt habe, ausländisches Ungeziefer zerstört unser deutsches Volk. Ja, aber das sag ich doch auch immer. Das ist doch mein Reden. Hier in der Mappe, da sammle ich die Beweise. Du gefällst mir. Ich gefalle einem Druiden. Endlich werde ich von einer Autorität ernst genommen. Folge mir in den Freistaat Fürstentum Germanica. Aber leg dich nicht wieder auf die Fresse. So ging er an Gesellschaftsrand mit der Mappe in der Hand. Kaiser Beowulf, Fährfried von Waltrop-Windsor, Herrscher von Germanica. Eure Majestät. Begos, treuer Druide, ist ja gut, ja. Aber wer ist er hier, der Einlass in mein Reich begehrt? Der Druide sagt, hier kämpft man tapfer gegen alles, was Deutschland kaputt macht. Zum Beispiel diese giftigen Giftwolken. Na gut. Kommt mal rein. Obacht, das ist wegen der Gase von der CIA. Die Siegermächte wollen uns alle homosexuell machen. Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab, kopfüber ganz. So, Freunde, hört mal her. Helmut Kohl, als Agent der Chemielobby, hatte in den 50er Jahren einen Auftrag. Er sollte zusammen mit einer israelischen Geheimagentin ein Kind zeugen. Dieses Kind wurde in einem geheimen Kernreaktor der CIA mittels Protonenbeschuss zur Weltvernichtungsmaschine umgepolt. Und diese Kampfmeduse heißt heute Angela Merkel. Ausgezeichnet, Hans. Hans, du hast es geschafft. Jetzt lobt dir auch noch ein echter Kaiser. Doch jetzt reicht's. Hiermit erklärt das Kaiserreich Germanica allen 193 Ländern der Erde den Krieg. Auch die AOK Permasens. Schluss mit dem satanischen Diktat der BRD GmbH. Werfried, Päckchen für dich. Die Ersatzteile für unseren Chemmaster sind da. Ah, endlich die Lapislazuli-Orgoniten gegen tödliche Flugzeugwolken. Der Mantel 980 Euro Nachname. Unverfrorenheit. Dann nimm das Päckchen ab und dann tust du ihn direkt erschießen. Braucht man dafür nicht eine Waffe? Ha! Wir sind freie Bürger des Deutschen Reiches und keine Synchronschwimmer. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei. Zugriff! Am Himmel ziehen die Wolken in die Ferne. Sie tragen meine Wünsche um die Welt. Ich habe schon den Sonne, Mond und Sterne für mich ein kleines Wölkchen vorgestellt. Und sie holen Hans zum Glück auf dem Boden schnell zurück. Es lebe das heilige Germanien! Hieß es nicht Germanica? Ist doch jetzt auch scheißegal, Mensch! Wenn der Hans durchs Leben ging, stets sein Blick am Himmel hing. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Kuck in die Luft. Doch nun liegt er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen, und es friert ihn zum Erbarmen.
Das ist das wohl in der BRD GmbH. Wer dem Besatzerregime lästig wird, ist der Blöde. Ja, aber Sachen hinterfragen ist auch schon wichtig. Autoritäten hinterfragen und erkennen. Völlig richtig. Manchmal sind Autoritäten gut, manchmal sind sie aber auch schlecht. Ja, ist halt ein Tick anstrengender, als immer nur zu nicken und zu klatschen oder nie zu nicken und nie zu klatschen. So, nächste Geschichte. Die Geschichte vom Suppenkasper. Wer kennt die? Ich. Da ist der Kasper keine Suppe und dann ist er tot. Sehr gut. Ernährung ist ja bei uns im Rattennest auch eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Was gab's denn heute? Berchtesgadener Kartoffelsuppe mit argentinischer Brunnenkresse. Oh, unser Kind hat Brunnenkresseintoleranz. Ja, aber aus welchem Teil Argentiniens kommt die Kresse denn? Schatz, ich glaube, wir müssen aufhören zu träumen. Also vielleicht nochmal zurück zur Geschichte vom Suppenkasper. Was gibt's morgen? Morgen gibt's um 11 Uhr Business Lunch mit den Japanern. Ich würde jetzt gerne nochmal über die Pastinaken sprechen. Der Suppenkasper... Das interessiert mich jetzt auch. Was gibt's denn morgen? Morgen gibt's mediterrane Tomatensuppe. Ah, sind die Tomaten auch wirklich? Ja, sind sie. Halt doch mal endlich dein Maul, du Affe. Da in Mediterranien pumpen die unterirdisch Gift ins Gemüse, stand bei Facebook. Gleich fragt noch jemand, ob er selber kochen darf. Entschuldigung, ich würde mich gerne irgendwie mehr einbringen beim Kochen. Also, lassen wir mal den Suppenkasper und gehen wir mal zu die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Entschuldigung, ist das wichtig? Ich würde kurz telefonieren. Ne? Eigentlich wäre das schon... Ihr verbrennt ein Mädchen, obwohl ihr gesagt wird, Feuer? Nee. Es geht um die Frage, wie sollen Kinder idealtypisch aufwachsen? In? Harmonie. In einem Deutschland, in dem man sich wieder zu Hause fühlt. In Norwegen, wegen dem Bildungssystem. Fast. In Sicherheit. Paulinchen war allein zu Haus. Die Eltern waren beide aus. Hallo Leute, ich habe heute sturmfrei. Ihr wisst, was das heißt. Food Content. Wir machen heute die Tomatensauce von gestern warm. Hashtag Foodporn. Paulinchen. Du, bei uns wird's ein bisschen später. Machst du dir halt einen schönen Abend, ja? Ja, kein Stress. Surf doch vielleicht ein kleines bisschen. Ja, oder ein Glücksspiel online. Das könnte doch was sein, oder? Verschick ein paar Nacktbilder. Aber ganz wichtig, Finger weg vom Feuer. Paulinchen, da verlassen wir uns auf dich. Kein Feuer. Was habt ihr jetzt eigentlich schon wieder mit eurer Feuerpanik? Man kann doch so schöne Sachen machen. Probier doch endlich mal das Darknet aus oder so. Ja, und mach nicht so lang. Ach so, und kein Feuer. Ei, denkt sie, wie schön und fein. Das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Feuer an, wie es oft die Mutter hat getan. Und Mounts, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Kein Grund zur Hysterie, ich habe den Brand unter Kontrolle. Warum zündelst du hier eigentlich alleine rum? Ne? Feuer ist viel zu riskant für kleine Mädchen, ja? Die Geschichte hier ist von 1844 und damals war das auch schon nicht mehr als hysterische Angstmacherei. Miau, das Kätzchen hat Krallen, was? Aus! Danke, aus. Wir gehen wieder am Anfang. Gib dir doch einmal richtig Mühe. Sorry. 7a, 22, die 105. Ruhe bitte. Achtung und bitte! Oh.
erwischt. Jetzt kommen die Daumen ab. Oh, oh. Ganz ruhig. So, du bist in Sicherheit. Da siehst du, wie gefährlich Feuer für so ein junges Ding sein kann, hä? Jetzt wedel mich mal nicht so an. Ja, hier erstmal eine schöne warme Heizdecke, komm. Wir können uns ja mal treffen, wenn du willst. Hä? Bist doch eine Hübsche, ne? So, pass auf. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuhe hübsch und fein. Lösch dich. Nur Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, Mio, Miau, Mio, wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie's Bächlein auf der Wiesen. So, und das passiert nämlich, wenn man seine Eltern nicht ernst nimmt. Ganz kurz mal zur Anwesenheitsliste. Da ist eine Person zu viel drauf. Mein Sachbearbeiter vom Jugendamt, der meinte, kümmere dich mal schnell um einen Kita-Platz. Wie alt ist denn das Kind? 14. Woche. Was? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich arbeite noch voll. Ja, und der Vater, der hat mich verlassen und ich hatte auch eine ganz, ganz schwere Operation. Immer nur ich. Mach dich locker. Es gibt ja Rechtsansprüche auf Kita-Plätze. Ja, die guten Sachen im Leben, die fallen einem nicht einfach so in den Schoß. Wenn man was erreichen möchte, dann muss man was riskieren. Moment mal, für sein Risiko kriegt der fliegende Robert aber ganz schön in die Fresse. Worum geht's denn da? Robert geht raus, trotz Wind. Und dann? Fliegt er weg. Und dann? Ende. Gänsehaut. Um mal die wichtigste Moralinstanz unserer Zeit zu zitieren, Christian Lindner. Abenteuer first, Bedenken second. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Och, Kinder, schon wieder ewig nur am Lesen? Tolstoi. Schon wieder? Wofür habt ihr denn Netflix? Ich bin mitten in der Dreikaiserschlacht. Fürs Kutusows Generälen debattieren mögliche Änderungen am Schlachtplan. In eurem Alter habe ich demonstriert. Gegen Atomtransporte. Also echt, ihr müsst raus, mal was Echtes erleben. Los, Jacken an. Aber es regnet. Gorleben mit dem Wasserwerfer direkt ins Gesicht, da weißt du, was Regen ist. Ach komm, dann geh ich selber. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeucht. Bleib hier, wenn dir was passiert. Du hast keine Lebensversicherung. Hatte Rudi Dutschke eine? Verrate ich dir, wenn du hier bleibst. Da, wo ich herkomme, ist das da draußen laues Lüftchen. Papa, du kommst aus Oberfranken. Ach! Den Schirm erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind. Tolstoi? Durch die Luft, so hoch, so weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort. Maike hat mir verboten, mit Fremden zu sprechen. Oh, wen haben wir denn da? Robert. Ah ja, der Fliegende. Und wer sind Sie? Dr. Heinrich Hoffmann. Ich habe die Geschichte mit dir geschrieben.
Und vieles andere kranke Zeug auch. Aha, was denn zum Beispiel? Alles vom Struwwelpeter. Ach, dieses unglaubliche Horrorschockbuch, wo dem kleinen Jungen die Daumen abgeschnitten werden oder das Mädchen sich anzündet oder der eine ins Wasser fällt, weil er mal nach oben guckt oder der fliegende Robert. Fliegende Robert? Bin ich tot? Robert, jetzt entspann dich mal. Warum dieses autoritäre Drecksbuch? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil der Deutschen drauf steht. Dieses Max und Moritz-Ding, dieses Gebrüder Grimms Blutszeug. Ich meine, ihr Deutschen wollt doch immer in die Tiefe gehen mit Autoritätsproblemen, Schmerz, Leid. Brutal und Blut funktioniert immer gut. Ist immer auf der Bestsellerliste, oder was sagst du dazu, Jesus? Amen, Bruder. Meins läuft immer noch wie gebrochen Brot. Hält mich gut über Wasser. Ah, siehst du? Sie kennen aber auch jeden. Übrigens, der Konrad sitzt auch hier. Hallo. Ich will nach Hause, ey. Hättest du mal auf die Kinder gehört? Fuck, die Kinder sind alleine zu Hause. Ich hab noch Gras offen rumliegen. Och, Papa. Kiffen ist so 2008. Deswegen so anders geworden ist? Ach, Papa. Papa? Wo der Wind ihn hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Tja, richtig gelesen, macht der Struwwelpeter eure Kinder mutiger, als ihr es je sein werdet. Habt keine Angst. Eltern überfordern und unterfordern ihre Kinder immer wieder aus Angst. Ich weiß, der Struwwelpeter ist ein altes Buch, ist ein brutales Buch, aber da steckt viel Weisheit drin. Heimat. Ihr wollt Identität? Hier ist es. Freiheit. Gibt's nicht ohne Grenzen. Und wo diese Grenzen sind, das müssen wir gemeinsam festlegen. Autorität ist nicht prinzipiell was Falsches, wenn sich ihre Macht aus Liebe, Vernunft und dem Bestreben nach einem friedlichen Miteinander speist. Kinder brauchen was Gemeinsames, an dem sie sich festhalten können. Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir Erwachsene das auch. Solange wir nichts Neues finden, müssen wir uns mal umdrehen und auf Bewährtes zurückgreifen. Auf dieses Buch. Auf den Struwwelpeter. Um nochmal zu der Pastinakenfrage zurückzukehren, sind die jetzt gedünstet oder nicht? Schickt mich. Jetzt ist Schluss mit Daumenlutschen. Das war's mit dem ganzen Firlefanz von Robert, Paulinchen, Konrad und Hans. Alle haben es bereut, früher oder später. Nur nicht ich, der Struwwelpeter. So, Herr Böhmermann, dann wollen wir mal ein bisschen die Spitzen wegnehmen. Das hat sich der Intendant auch gewünscht. Doch bitte nicht die Spitzen abmachen. Das ist doch das Einzige, was mich noch von dir unterscheidet, ehrlich. Keine Sorge, die Frise wird total lit. Ibims doch, 1 ZDF-Legende. Kids nennen mich nicht umsonst. Johannes. Hauptprogramm ist ja schön und gut und so, aber bitte nicht die Spitzen, ja, Herr Kerner? Ach, gib doch auch ein Sektchen dazu. Prost. Ja. Ja gut, dann von mir aus. Aber die Nägel bleiben dran, oder? Let the good times roll.